So, also ich bin der Eugen Gopko, bin 27 Jahre alt mittlerweile, wohne in Worms, komme auch aus Worms, seitdem ich in Deutschland bin. Ja, bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn und ja, spiele schon seit 2012 bei Wormatia. Bin mittlerweile der Dienstälteste hier. Also meine Stärke ist auf jeden Fall meine Größe. die Kopfballstärke. ja, und meine Torgefälligkeit, würde ich sagen. Ja, und die Schwächen, ja, die gibt es auch noch. Also da würde ich vielleicht mal die Ballsicherheit nennen. Ja, ich bin ein Teamplayer. Ja, und das war es dann auch mit den Schwächen. Ne? Ja, auf jeden Fall mein Vater. Also das ist ohne Frage. Von klein auf bis zu dem Bereich, als ich dann so in den Leistungsbereich gekommen bin, da muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel von meinem damaligen U19-Trainer Thomas Tuchel gelernt. Also das hat mich sehr, sehr fußballerisch geprägt. Also ich habe seit 2 Jahren eine Ausbildung bei Renania Worms angefangen und bin dann hoffentlich in einem halben Jahr oder einem Jahr fertig. Das wüsste ich auch gern. Ja, auf jeden Fall mit der Familie. Also mit meiner Frau, mit meinem Kind, auch mal bei den Eltern im Garten und so, mit Freunden was essen. Und wie auch immer am Grillen, wenn es gutes Wetter ist. Ich denke gerade an der Aachen. ja, also ich würde mal sagen, Urlaub. Urlaub. Und vielleicht, wenn ich jetzt mal so überlege, bin ein NBA-Fan, würde ich mal vielleicht mal nach Amerika reisen und da fast die ganze Saison sich die Live-Spiele angucken. Wenn ich eingeteilt bin und ich mich gut fühle, ich finde es wichtig, dass man sich auch gut fühlt vor solchen Sachen, dann würde ich es machen, ja. Klassenerhalt am 29. Spieltag, dann nehme ich eher zweite Runde DFB-Pokal. Ja, da würde ich, weil ich Klassen halt schon ein bisschen früher im Sack hätte. Also auf jeden Fall würde ich sagen, ich will erstmal gesund bleiben, mit meiner Verletzungsgeschichten und so weiter. Und dann will ich auf jeden Fall mit der Mannschaft auch erfolgreich sein. Oh, das ist eine Top-Frage, also bitte. Ich glaube, es hat das irgendwas mit Trinken zu tun. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also, nee, also ich kann es nicht genau sagen, was es ist. You never walk alone. Sehr schön. Also, es geht nur zusammen, egal, in guten und in schlechten Zeiten. Und es werden auch bei uns Spiele geben, wo wir dann auch nicht gut spielen oder auch Spiele verlieren. Und da hoffen wir auch trotzdem auf Unterstützung unserer Fans. Alles klar, danke.